Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge FIFA 17 Karrieremodus mit dem BVB. Heute geht es gegen Hamburg ran und wir gucken mal ganz kurz auf die Tabelle, wo Hamburg aktuell steht. Also sie stehen auf dem 14. Platz mit 10 Punkten, also es ist ja knackig. Hamburg hat eigentlich individuell keine schlechte Mannschaft, aber normalerweise sollten wir tatsächlich auch hier der absolute Favorit sein. Ich denke mal, wir stellen mal ganz kurz wieder um. Reus und so weiter haben sich ein bisschen aufgefrischt, sage ich mal. Dembele kann auch wieder rein. Emre Mor, ja, das ist ganz schön anstrengend, glaube ich, für die Jungs. Immer zu spielen, also da müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr rotieren, habe ich so das Gefühl. Can ist auch wieder am Start, das ist natürlich gut. Dann können wir den erstmal für Castro einsetzen, mal gucken, was er da so bringt. Dann kann Castro sich ein bisschen ausruhen und Rode kann für Weigel rein. Dann nehmen wir mal Paslak für Piszczek. Und Durm werden wir auch mal spielen lassen für Guerrero. Dann haben wir jetzt eine komplett frische Mannschaft drin. Das dürfte eigentlich okay sein. Das dürfte passen. Schüle könnte noch rein. Ich glaube, Bender lassen wir mal draußen oder drin. Und Süle. Wir packen Süle mal wieder rein für Toprak. Ich denke, das passt. So, ein Toprak geht dann auf die Bank. Dann hätten wir auf jeden Fall jetzt mal ein bisschen durchgewechselt. Wobei, Schmelle können wir eigentlich. Wir machen mal Schmelle. Der hat ewig nicht gespielt. Durm kann dann erstmal für Piszczek auf die Bank. Ich denke mal, dann sind wir auch durch. Dann haben wir unser Fast-Hauptteam jetzt mit Can und Rode noch dabei. Süle und Bender, Paslak und Schmelzer. Ich denke mal, das geht klar. Dann können sich die anderen mal ein bisschen ausruhen. Ich glaube, nach dem letzten schwierigen Programm, so fast alle drei Tage spielen, ist das auch mal echt angebracht, dass sie sich ein bisschen ausruhen können. Götze kann sich heute in diesem Spiel auch nochmal wieder beweisen, also von daher ist doch alles in Ordnung. Und Emre Mor hat zuletzt sehr, sehr viel gespielt, also ich denke mal, dass er dann von der Bank nochmal kommen kann und ja, wir sind auf jeden Fall frisch und knackig unterwegs und ich denke mal, das passt schon gegen Hamburg und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann im Stadion. Willkommen im Stadion, willkommen in Hamburg im Volksparkstadion zum Bundesligaspiel Hamburger SV gegen Borussia Dortmund. Wie ihr es schon sehen könnt, es regnet hier. Es regnet wie aus Kübeln in Hamburg. Naja, dafür ist Hamburg ja auch bekannt für dieses Wetter, muss man auch dazu sagen. Ja, die Hamburger sind relativ schlecht in die Saison gestartet, sind jetzt auf Platz 14, wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und wollen natürlich zeigen, dass sie doch noch was können. Und die Dino-Uhr nicht so langsam ausgeschaltet wird. Wir wollen aber natürlich zeigen, dass wir ein Meisterschaftskandidat sind. Und das zeigen wir aktuell natürlich auch mit der Abwehr. Wir haben die beste Abwehr. Aktuell mit 6 Gegentoren. Bayern 04 und Bayern München haben ein bisschen zu mehr kassiert. Allen voran liegt das natürlich auch an Bürki, aber er hatte schon ein paar Klopper auf jeden Fall drin. Also macht durchaus ein paar Fehlerchen. Hier sehen wir Hamburger SV mit der Mannschaft, mit der Startelf. Martinia im Tor, Oscholek, Subotic, Kleber und Sakai in der Verteidigung. Bahoui, Holtby, Jung, Gregoric, Hunt und Lasogga sind auch mit am Start. Neven Subotic ist ja am Anfang der Saison von uns zu Hamburg gewechselt und spielt jetzt das erste Mal gegen seinen ehemaligen Verein. Das könnte auf jeden Fall eine interessante, spannende Geschichte werden, wie Neven gegen uns so ablust. mal gucken. So, Startelf. Unsere Startelf, Bürki natürlich wieder im Tor. Schmelzer links, Süle, Bender in der Innenverteidigung, Paslak rechts, Can und Rode in der ZTM, Reus, Götze, Dembele im offensiven Mittelfeld und Aubameyang ist im Sturm. Natürlich. Also größtenteils Bestbesetzung für Dortmund. Mit ein paar Änderungen. Ein bisschen was mussten wir auf jeden Fall ändern, weil, so richtig frisch waren die ganzen Spieler nicht. Emre Can nach seiner Verletzung endlich wieder am Start. Mal gucken, was er so leisten kann. Und ob er an die gute Leistung vorher, bevor er verletzt war, anknüpfen kann. So, Dreckswetter hier in Hamburg. Mal gucken, ob wir irgendwie damit klarkommen. Die Hamburger müssten es ja eigentlich, die kennen das ja. Oh, Jung, geht durch, schießt und Bürki hält. Ja, die erste Standortbestimmung hier von Hamburg.
mit dem Schuss von Jungen. Und da hat die Verteidigung von uns nicht wirklich aufgepasst. Aber wir haben ja immer noch Bürki im Tor. Es geht schon. Na, gut von Reus. Aubameyang schön auf Götze. Götze. Rüber auf Aubameyang. Der wieder auf Götze. Was ist das für ein Konter? Der Schuss! Pfosten wieder! Mein Gott, was haben wir immer für ein Pech mit dem Pfosten. Das ist ja Wahnsinn. Das wäre ein unglaublich guter Konter gewesen. Nach einer Ecke von Hamburg. Dann der direkte Gegenzug. Das wäre super krass gewesen. Götze jetzt. Rode auf Reus. Er sieht Schmelle. Schmelle auf der linken Seite. Vielleicht jetzt mit einer guten Flanke. Da kommt auch die gute Flanke. Schade. Da kommt Schürrle nicht an den Ball. Wieder Dortmund. Wieder über Rode. Emre Can. Schön. Auf Aubameyang und... Oh, Riesenchance. Riesenchance. Ja, Emre Can knüpft darauf an, was er auch vor der Verletzung geleistet hat. Sieht immer sehr, sehr gut den freien Mann, muss man sagen. Und die Pässe kommen auch gut an. Also Emre Can gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Auch nach der Verletzungspause wieder. So, Götze wieder. Auf Aubameyang. Aubameyang schießt, aber geblockt. Schade. Auch wieder eine große Chance für Dortmund. Dortmund absolut spielbestimmt. Schön, auf Aubameyang wieder von Emre Can. Stark gemacht. Stark gemacht. 36 Minuten gespielt, noch keine Tore. Aber spielbestimmt auf jeden Fall Dortmund. Aaron Hunt. Stark gemacht. So, jetzt wieder Dortmund mit Emre Can. Reus. Auf Mario Götze. Ah, oh, wieder die Chance. Wieder Mario Götze. Wieder trifft er nicht. Reus. Auf Aubameyang und wieder. Ah, oh, wieder ein gutes Ding von Emre Can und dann. Ja, Aubameyang. So langsam muss er die Dinger mal machen. 40 Minuten gespielt. Ja, die größten Chancen hat natürlich Dortmund. Nur die Dinger gehen wieder nicht rein. Abpfiff zur Halbzeit. Die erste Halbzeit ist vorbei. Dortmund absolut spielbestimmt. Hat die besseren Chancen, hat viel bessere Chancen. Nur das Ding wollte einfach nicht ins Tor. Und Hamburg, ja, versucht irgendwie dem Druck standzuhalten, den sie ausgesetzt sind von Dortmund. Aber naja, solange kann das eigentlich nicht mehr dauern, bis hier das Tor für Dortmund fällt. Passlack. Schön. Stark gespielt auf Dembele. Jetzt die Flanke. Oh, und Sakai klärt. Stark gemacht. Ecke jetzt für Dortmund. Vielleicht wird hier was draus. Emre Can. Aber Martinez ist da. Es fängt genauso an, wie die erste Halbzeit aufgehört hat. Die besseren Chancen wieder auf Dortmunds Seite. Nur das Ding geht einfach nicht rein. Götze. Auf Dembele. Götze wieder. Emre Can. Stark. Auf Rode und der weiter auf Schürrle. Ne, auf Reus. Das hätte es sein können. Das hätte es eigentlich sein müssen. Ja, Hamburg macht das gut. Hamburg macht das gut. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel. Dortmund gegen Bayern München. Das Topspiel. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Hier gegen Hamburg. Dass hier vielleicht nicht das Tor noch kommt. Kostic. Lazoga mit dem 1:0. Lazoga mit dem 1:0. Das ist so unglaublich unverdient. Und er macht das Ding. Er macht das Ding. Ist das denn? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Pierre-Michel Lazoga. Kostic eine sehr, sehr schöne Flanke. Und da ist das Ding drin. Ja, jetzt hat Dortmund das Nachsehen. Warum auch immer. Wie auch immer. Ja, wer die Chancen vorne nicht macht, der kriegt hinten was rein. Es ist halt so. Und Götze! Oh, wieder die Chance. Aubameyang auch wieder. Oh. Oh, es ist nicht auszuhalten. Es ist nicht auszuhalten hier.
Es kann nicht deren Ernst sein. Emre Can, sehr, sehr schön. Oh, wieder Aubameyang. Unglaublich. Emre Can. Schön. Und da ist es, Aubameyang mit dem 1:1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da ist es doch endlich. Das 1:1. Absolut verdient. Und wieder war es Emre Can, der es vorbereitet hat. Er hat die Vorbereitung vorbereitet sozusagen. Und Aubameyang macht endlich das Ding. Und jetzt ist die Chance gekommen. Jetzt müssen wir noch das 2:1 machen. Es ist nicht auszuhalten. Da erschleicht sich Hamburg den Punkt. Ecke für Hamburg. Das wäre es ja, wenn Hamburg hier tatsächlich noch das Ding macht. Bobby Wood kommt für Lasogga. Birki, weit nach vorne bitte. Aubameyang kriegt den Ball. Schön auf Aubameyang. Da ist es! Ah, nein! Schade. So, Dembele kriegt den Ball. Passlag. Auf Götze. Der wird gelegt. Das muss doch ein Elfmeter sein. Das muss doch ein Elfmeter sein. Holtby. Wieder über den linken Flügel. Wieder die Flanke. Und Süle. Oh, unsicher. Unsicher. 88 Minuten gespielt. Wieder die Ecke für Hamburg. Halilovic. Der Ball ist immer noch nicht weg. Oh mein Gott. Was ist denn das? Wieder Hamburg. Halilovic wieder. Oh, geklärt. Aber Hamburg weiter am Ball. Das wär's ja, wenn sie hier das Ding machen würden. Aubameyang. Ah, leider wird der Angriff abgepfiffen. 1:1 trennen sich Dortmund und Hamburg. Es ist ein erschleichter Punkt für Hamburg. Dortmund hatte die wesentlich besseren Chancen. Nur Dortmund hat wieder die Chancen einfach nicht reingemacht. Hatte dann hinterher noch Glück, dass sie dann doch noch das 1:1 reingemacht haben. Und dann, kam dann halt nichts mehr dazu. Hier auch der Pfostenschuss zum Beispiel. Wahnsinn. Pfostenschuss Götze. Fehlschuss Aubameyang. Gucken wir uns die Chance nochmal an. Sehr schön von Emre Can. Ah, das sind Chancen gewesen. Die waren der Wahnsinn. Hier nochmal Reus. Can wieder auf Aubameyang. Es ist Wahnsinn. Gucken wir uns die Parade nochmal an. Nochmal Aubameyang. Und Götze macht das Ding einfach wieder nicht rein. Naja, es ist halt, es ist wirklich etwas unglücklich. Wie es hier gelaufen ist, wir hatten auf jeden Fall die besseren Chancen. Wir waren stärker im Spiel, aber es hat nicht sollen sein. 1:1 auf jeden Fall. Und wir gucken gleich mal auch Bayern straucheln. Haben 2:2 nur gegen Hoffenheim gespielt. Also das ist alles noch im Rahmen. Das Wichtige ist auf jeden Fall das nächste Spiel dann in der Bundesliga, denn da spielen wir dann tatsächlich gegen die Bayern mal wieder. Wir sind jetzt auf Platz 3 mit 21 Punkten, zusammen mit Bayern 04 Leverkusen. Die Bayern auf Platz 1 mit 23 Punkten. Das ist alles noch im Rahmen, das ist alles noch in Ordnung. Wir können das auf jeden Fall noch wuppen. So ist es ja nicht. Wir gucken kurz auf den Kalender, wie es denn aussieht mit den nächsten Spielen. Ja, keine Frage, was hier so das Top-Spiel sein wird, oder? Wir werden als nächstes gegen Bayern spielen, danach gegen Ajax Amsterdam, danach gegen Eintracht Frankfurt. Im Dezember dann gegen ZSKA Moskau, gegen den 1. FC Köln, Hoffenheim, Augsburg und Gladbach. Und dann haben wir erstmal die Winterpause, wo es dann auch wieder um Transfers und so weiter geht. Also es dürfte auf jeden Fall spannend werden. Felix Paslak sagt Danke, Chef. Alles klar? Ja, bitte, bitte, kein Problem. Ich würde sagen, dass wir jetzt auch noch mal ganz kurz aufs Training gehen. Felix Passler können wir durchaus auch noch mal trainieren. Das machen wir mal ganz kurz so. Merino nehmen wir mal raus. Ich denke, dass wir Emre Can mal reinnehmen. Was macht er? Oh, schwierig. Chancenerarbeitung. Also der ist da sowieso schon stark drin. Da können wir das noch mal ein bisschen pushen. Ansonsten trainieren wir noch mal alles.
Dann gucken wir mal, ob sich irgendwer verbessert hat, irgendwie in irgendeiner Form. Nee, sieht nicht danach aus. Guerrero soll sich mal ein bisschen verbessern, das wäre schön. Ansonsten eigentlich alles zufriedenstellend. Naja, so weit, so gut. Wir sind auf jeden Fall mit dieser Folge durch. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, dann gegen den FC Bayern in der Bundesliga. Und diesmal gibt es die Revanche für das DFB-Pokalspiel. Das verspreche ich euch. Also macht es gut und ciao. Just let me out. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me out. Fuck all that shit, just let me go. Oh, words and tastemakers make us